Willkommen zurück. Wir haben nun Dijkstras Algorithmus kennengelernt zur Berechnung kürzester Wege. Wir haben gesehen, dass dieser Algorithmus durchaus in der Lage ist, in Europa, was ja ein paar Millionen Knoten hat, kürzeste Wege in ein paar Sekunden zu berechnen, sagen wir mal 5 bis 10 Sekunden. Wir wollen uns in dieser Einheit ansehen, was das jetzt für Navigationssysteme bedeutet. Und da gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Arten von Systemen. Das eine sind die Systeme, die wir im Auto haben oder die man auch auf seinem Smartphone haben kann. Und zum anderen gibt es die Aufzugssysteme, die viele Anfragen beantworten. Während so ein Navigationssystem im Auto ja nur von Zeit zu Zeit mal eine Anfrage, einen kürzesten Weg ausrechnet und dann die Person im Wesentlichen den Fahrer steuert. Die Navigationssysteme im Auto benutzen im Wesentlichen Dijkstra mit einer Verfeinerung, nämlich Straßenhierarchie, dass es Stadtstraßen gibt, Landstraßen, Bundesstraßen, Autobahnen. Und dass man in der Regel, wenn man eine weite Strecke fährt, etwa wenn ich von hier zu meinen Eltern fahre nach Ingolstadt, dass ich am Anfang beginne auf kleinen Stadtstraßen, dann wechsle auf schnellere Straßen, die dann meistens Landstraßen oder Bundesstraßen sind, die meiste Zeit auf Autobahnen verbringe und erst in der Nähe des Ziels das Ganze wieder rückgängig gemacht wird. Ich wechsle zurück von der Autobahn auf eine Bundesstraße, eine Landstraße und dann auf große Straßen in der Stadt und dann auf kleine Straßen in der Stadt. Das heißt, wenn man so in der Mitte des Weges ist, muss man sich nur die obersten Straßen in der Hierarchie anschauen. Das schränkt den Suchraum erheblich ein. Darauf gehe ich aber nicht genauer ein. Sondern ich möchte auf die Auskunftssysteme eingeben, so etwas wie Google Maps. Das sind Geräte, die sehr, sehr viele Anfragen beantworten. Ein paar tausend jede Sekunde. Und da lohnt es sich, und das wird so gemacht, die Antworten werden zum Teil vorberechnet. Können wir alle Antworten vorberechnen? Vielleicht stellen wir erstmal diese Frage. Europa hat 24 Millionen Knoten. Um alle Wege vorzubereiten, berechnen, müssen wir von jedem Knoten aus Dijkstra laufen lassen. Das heißt, wir müssen 24 Millionen Mal Dijkstra laufen lassen. Wir haben gesagt, für Europa braucht Dijkstra 10 Sekunden. Wenn wir das 24 Millionen Mal machen, dann sind es 24 mal 10 hoch 7 Sekunden. Das ist etwas unter 8 Jahre. Das ist also sehr, sehr lang. Und so einfach geht das nicht. Ja, also das ist zu lang. So einfach geht es nicht. Wir dürfen die Antworten nicht ganz vorberechnen, sondern nur zum Teil. Und da möchte ich Ihnen jetzt etwas vorstellen, was Hanna Bast und Stefan Funke erfunden haben. Hanna Bast ist jetzt Professorin in Freiburg. Stefan Funke ist Professor in Stuttgart. Die beiden haben bei mir promoviert und waren auch meine Mitarbeiter. Und für die Arbeit, die ich Ihnen jetzt vorstelle, haben sie den Preis der Saarländischen Landesbank vor ein paar Jahren bekommen. Die Idee von denen ist folgende. Für kurze Wege, also Start und Ziel sind weniger als 50 Kilometer auseinander, benutzen sie Dijkstra. Für weite Wege nutzen sie aus, dass es sowas gibt wie Transitknoten. Und das mache ich Ihnen am besten klar auf folgendem Beispiel. Also ich wohne hier in Scheid. Und wenn ich etwa nach Mannheim fahre, was für mich im Osten liegt, dann fahre ich hier auf die Autobahn. Wenn ich nach Karlsruhe fahre, was im Südosten liegt, dann fahre ich auch nach hier auf die Autobahn. Wenn ich nach Straßburg fahre, was im Süden liegt, dann fahre ich in Kleinblittersdorf auf die Autobahn, fahre ich hier auf die Autobahn. Wenn ich nach Paris fahre,
oder auch schon nach Metz oder Nancy, dann fahre ich hier auf die Autobahn und dann so rüber. Wenn ich nach Luxemburg fahre, dann fahre ich hier auf die Autobahn. Wenn ich nach Norden will, also nach Trier, nach Bonn, nach Koblenz, dann fahre ich, wo fahre ich dann ab? Dann fahre ich hier auf die Autobahn. Ja. Und wenn es dann wieder weitergeht, wenn ich nach Frankfurt will, was von mir im Nordosten liegt, dann fahre ich wieder hier auf die Autobahn. Das heißt, es gibt für mich 1, 2, 3, 4, 5 Punkte. Da fahre ich auf jeden Fall durch, wenn ich schnell irgendwo hinkommen will, was mehr als 50 Kilometer von mir weg ist. Und das haben sie gesagt, das sind meine Transitknoten. Also nochmal die Beobachtung auf der nächsten Karte hier zusammengebracht. Ich wohne in Scheid. Ich habe diese 5 Transitknoten. Entweder den, ja, und das Wichtige, also das sind Knoten. Jeder schnellste Weg zu einem Ziel, das mehr als 50 Kilometer entfernt ist, geht durch einen dieser Knoten. Ja? Und es gilt noch mehr. Alle Bewohner von Scheid, ja, benutzen die gleichen Transitknoten. Ja? Also wenn wir jetzt uns nochmal die Landkarte von Scheid anschauen, ob man an diesem Ortsende wohnt oder am anderen Ortsende oder hier Richtung Universität, das spielt keine Rolle. Diese 5 Knoten sind für alle Scheider die gleichen. Das ist zunächst mal eine nette Beobachtung. Ja? Und wenn man andere Leute fragt, dann sagen die einem das Gleiche. Ja, für mich geht das auch. Es gibt diese kleine Menge von Transitknoten. Die wesentliche Leistung von Hannah Bast und Stefan Funke, das ist, sie aus dieser Beobachtung einen Algorithmus gemacht haben. Sie haben sich nämlich überlegt, also wenn das immer so ist, wie können wir diese Transitknoten ausrechnen, algorithmisch bestimmen und wie können wir dann daraus einen kürzesten Wege-Algorithmus machen? Jetzt zunächst mal erzähle ich Ihnen, wie Sie diese Transitknoten bestimmen. Das machen Sie so. Sie haben über Deutschland ein Gitter gelegt oder über Europa mit 10 Kilometer Kantenlänge. Ja, also das hier sind 10 mal 10 Kilometer. Dann ist dieses Quadrat hier 50 mal 50. Und das äußere Quadrat ist 90 mal 90. Ja, und das innere ist 50 nach 50. Dann haben sie gesagt, was wir jetzt machen ist, wir rechnen kürzeste Wege aus. Und zwar kürzeste Wege aus von jeder Kreuzung einer Straße, die jede Straße, die dieses kleine Quadrat verlässt. Das kreuzt ja irgendwo den Rand dieser kleinen Straße. Und dann gibt es auch noch diese Straßenkreuzungen mit dem großen Quadrat. Und sie haben gesagt, wir rechnen für jeden Punkt hier innen die kürzeste Verbindung aus, die schnellste Verbindung. Ups, ich sollte jetzt da durchgehen eigentlich. Ja. Und dann haben sie sich gemerkt, wo diese schnellsten Wege das innere Quadrat kreuzen. Und sie haben festgestellt, das ist jetzt die Algorithmisierung, das sind nur ganz wenige Punkte. Und das sind die Transitknoten. Das sind die Transitknoten für C. Ja, also nochmal. Man legt ein Gitter über Deutschland, 10 mal 10 Kilometer. Und jetzt um die Transitknoten für so ein Gitter, für ein Quadrat von 10 mal 10 Kilometer auszurechnen,
schaut man sich alle Straßen an, die dieses Quadrat verlassen, rechnet schnellste Wege zu allen Straßen aus, die, also zu den Kreuzungen von Straßen mit dem 90 mal 90 Kilometer Gitter, und schaut nach, wo diese kürzesten Wege über dieses 50 mal 50 Kilometer Gitter gehen. Und das sind die Transitknoten für das Innere. Und dann war eben die Beobachtung, dass es für jedes dieser Quadrate hier innen nur wenige Transitknoten gibt. Und dann haben sie vorberechnet das Folgende. Also wir haben jetzt so einen Knoten, Scheit, ja, also das ist das 10x10 Gitter. Für alle Knoten da drin, also wir haben dieses 10x10 Gitter, ja, und jeder Punkt da drin hat seine Transitknoten. Und das sind wenige. Und zwar für jeden Knoten ungefähr 10 Stück. Für jeden inneren Knoten gibt es ungefähr 10 Transitknoten. Und dann haben wir gesagt, okay, was wir jetzt ausrechnen ist, für jeden Knoten rechnen wir die kürzesten Wege aus zu seinen Transitknoten. Das dauert jetzt nicht 5 Sekunden, weil diese Transitknoten sind nicht weit weg. Die sind nur 50 Kilometer, höchstens 50 Kilometer weg. Ja? Deswegen dauert das nur Bruchteile einer Sekunde. Und man muss sich dann abspeichern, diese Wege und die Entfernungen. Ja? Man hat ungefähr 10 Transitknoten pro Stahlknoten. Das heißt, man muss ungefähr 24 mal 10 hoch 7 Wege abspeichern und ausrechnen. Wenn man sagt, man braucht ungefähr 10 Kilobyte pro Weg, dann sind das 250 Gigabyte. Das ist überhaupt kein Problem, das abzuspeichern. Die Platte in meinem Notebook ist so groß. Und dann hat man zwischen allen Transitknoten, und das sind ungefähr 10.000 für Europa insgesamt, für diese 10.000 Knoten, hat man die paarweisen Abstände ausgerechnet. Also wir haben hier einen Transitknoten und hier einen Transitknoten und man rechnet die kürzeste Wege zwischen Transitknoten aus. Das geht jetzt wieder schnell, weil das nur wenige Knoten sind. Da kann man sich leisten, bei jedem dieser 10.000 Knoten Dijkstra für ganz Europa laufen zu lassen. Das sind 10 hoch 8 Wege, die sind relativ lang. Da braucht man also mehr Speicherplatz. Aber auch das ist machbar. Das sind insgesamt 10 Terabyte. Das passt auf einen großen Server, ja, mit großen Platten. Und um dann einen Weg nachzuschauen, macht man Folgendes. Also Wege finden geht jetzt so. Kürzeste Wege geht so. Lange Wege zerlegt man, indem man sagt, ja, man startet in A, muss notwendigerweise durch einen Transitknoten für A gehen, fährt dann irgendwann durch einen Transitknoten durch, der zu B geht. Und das heißt, der Weg sieht aus, beginnend in A, Transitknoten, ein Transitknoten von A, ein Transitknoten für B, B. Für T1, für diese Transitknoten, gibt es aber jeweils nur etwas 10 Möglichkeiten. Das heißt, wir haben das jetzt so. Ja, A, dann gibt es die Transitknoten für A, das sind ungefähr 10 Stück. Dann gibt es das B, das sind auch die Transitknoten. Ja, und dann von jedem zu jedem. Das heißt, wir haben 100 mögliche Wege. Und für jeden Kandidaten T1 und T2 rechnen wir aus, Distanz AT1, das haben wir vorberechnet. Die Distanz von T1 nach T2 haben wir auch vorberechnet. Die Distanz von T2 nach B haben wir auch vorberechnet. Und das heißt, was wir machen müssen, es gibt 10 Möglichkeiten für das T1, 10 Möglichkeiten für das T2 und 100 Paare hier. Das heißt, wir müssen 120 Speicherzugriffe machen und dann suchen wir uns all diesen Kandidaten den kleinsten aus und haben den Weg gefunden. Und auf die Art kann man mit Vorberechnen, und das Vorberechnen dauert ein paar Stunden, aber das Nachschlagen dauert dann nur noch 10 hoch minus 5 Sekunden. Ja, und das ist das, was man braucht für ein Auskunftssystem. Das Nachschlagen geht extrem schnell aufgrund des Vorberechnens.
Für das Vorberechnen braucht man ein paar Stunden, aber das muss man nicht sehr oft machen. Ja, das muss man nur machen, wenn sich wesentliche Änderungen im Straßenverlauf ergeben. Fassen wir zusammen. Dijkstra ist ein sehr schneller Algorithmus für kürzeste Wege, braucht wenige Sekunden für einen Graphen mit 10 Millionen Knoten und 30 Millionen Kanten. Straßengraphen haben Struktur, nämlich die Hierarchiestraßen. Vorberechnen ist eine sehr gute Idee, wenn man viele Anfragen zu beantworten hat.